Marilyn, ich bin hier. Ich bin hier. Nimm meine Hand. Nimm meine Hand. Ich genug. Ich mache Schluss mit dieser lächerlichen Farce. Ein für alle Mal. Und wie? Dreyfus, stehen Sie auf, ziehen Sie sich an und kommen Sie sofort hierher. Dreyfus, hören Sie mich? Aber gewiss, Sir. Das Telefon dürfte Ihnen kaum von Nutzen sein, Sir. Heißt das, dass die Telefonleitung auch nicht funktioniert? Das ist wohl zu vermuten, ja, Sir. Na wunderbar. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Sir? Ja, Sie könnten mir erklären, wieso mit schöner Regelmäßigkeit in diesem Haus der Strom ausfällt. Und immer im absolut unpassendsten Moment. Obwohl das Geld, das wir gezahlt haben für dieses Haus, ausreichend wäre, um eine dritte Weltnation für eine Dekade zu ernähren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie wissen möchten, Sir. Oh, pardon, war wohl mein Fehler, Dreyfus. Vermutlich hätte ich mich klarer ausdrücken sollen. Was zum Teufel ist hier los? Erlauben Sie, Sir. Verzeihen Sie, Madame. Bitte sehr. Ich glaube, Sir, das Problem sind veraltete Leitungen. Veraltete Leitungen? Ja, sie sind mitunter schadhaft in Häusern dieses Alters. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich werde versuchen, der Sache nachzugehen. Veraltete Leitung, also ehrlich. Komm, sei nicht voreilig, Schatz. Vielleicht hat er ja recht. Womöglich ist das wirklich die Erklärung für viele Dinge. Oder auch nicht. Ein bisschen hilfst. Ich werde es versuchen. Ja. Oh Gott. Es geht schon. Gilt das Angebot noch immer? Welches Angebot? Wenn ich mich nicht irre, gab es da nur eins, oder ist mir was entgangen? Dein Korb. Ja, genau. Die kleinen Drachen. Furchtbare Biester. Hast du wirklich Glück, denn ich habe zufällig magische Hände. Wie schön, dann wollen wir keine Minute verlieren. Okay. Oh je. Entspann dich. Danke. Oh. Hat dir unser Treffen gefallen? Oh, und wie? Es war wundervoll. Euch drei zusammen zu sehen, war dabei am tollsten. Weißt du, welches Glück du hast? Die Bindung zwischen euch dreien ist so stark, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte sie mit Händen greifen. Die meisten Menschen suchen ihr Leben lang nach dieser Art Freundschaft und du hast sie gleich doppelt gefunden. Du bist ein Glückskind. Ich weiß. Solche Beziehungen gehen so tief, dass du kaum noch weißt, wer du selbst gewesen bist, bevor du den anderen kanntest. Ich verdanke ihm mein Leben, weißt du? Im wörtlichen Sinne? Oh ja. Erzähl mal. Es war im Sommer, wir waren gerade 11 und ich will mal kurz das Feuer aufrühren. Okay. Entschuldige. Schon gut. Es war fürchterlich heiß in diesem Jahr. Es war bestimmt ein Hitzerekord. Und nachdem mein Hund Scout in Staupe gestorben war, adoptierte ich so einen alten Straßenköter. Besser gesagt, er adoptierte mich. Er war vielleicht alt und räudig, aber er war nicht dumm. Er spürte, dass er bei mir willkommen war. Gabst du ihm einen Namen? Ich nannte ihn Rudy.
Rudy. Ja, Rudy. Schlenkerpfote Rudy. Ja, und er war wohlgenährter als die meisten der Kinder in meiner Straße. Und irgendwann wollte ich ihm dann ein paar Kunststücke beibringen. Naja, wie Stöckchen holen und so weiter. Ich fand, dass er das können muss. Bloß er, in seinem Eifer, rannte plötzlich auf die Straße. Und ohne einen Augenblick zu überlegen, rannte ich hinter ihm her. Das sieht ja ähnlich. Ja, und dann hörte ich Reese und Jody schreien und sah das Auto, aber viel zu spät. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich auf der anderen Straßenseite am Boden lag. Und ich dachte, Reese wäre neben mir und ich drehte mich um ihm zu danken, dass er mich weggeschubst hatte. Aber er war nicht da, da waren nur ich und Rudy. Oh Gott. Es hatte ihn erwischt? Ja, an meiner Stelle. Oh Gott. Er hat mir das Leben gerettet. Und ich stehe in seiner Schuld für alle Zeiten. Und auch alle, die dich lieben, schulden ihm einiges. Apropos Schulden. Wie kann ich je begleichen, was ich dir schulde? Du schuldest mir gar nichts. Das würde ich aber anders sehen. Seien wir mal ehrlich. Ich wäre nie zu dem Treffen gegangen, hättest du mich nicht überredet. Und dann ist dann noch, dass du ganz gegen deine Natur die Ärmel hochgekrempelt hast und mir geholfen gegen hast. Gegen meine Natur? Das ist ja interessant. Naja, du wirst zugeben müssen, dass das nicht gerade deine Berufung ist. Ganz zu schweigen von diesem wahnsinnigen Auto. Ich brauche einen Kaffee. Willst du auch einen? Ja. Du weißt, wieso ich das gemacht habe. Also, ich sehe das so. Du hast einen großen Treuhandfonds und viel Freizeit. Entschuldige. Weil du mir viel bedeutest. Klar, Kumpel, du mir auch. Ich meine nicht als Kumpel. Was meinst du denn? Willst du sagen, dass du nicht weißt, wovon ich spreche? Ich bin verrückt nach dir, Cruz Castillo. So einfach ist das. Kelly, hast du vielleicht zu viel Champagner getrunken gestern Abend? Nein, absolut nicht. Nein, wenn ich von irgendwas berauscht bin, dann vom Leben. Ja gut, es mag dumm und abgedroschen klingen, aber es ist wahr. Ich glaube, ich habe mich nie zuvor im Leben so glücklich und so wohl und so befreit gefühlt. Und du bist der Grund dafür. Hör zu. Ich werde dir zeigen, wie frei ich mich fühle. Wart's nur ab. Ich befürchte echt Skandalöses. Ja? Ja. Dann überzeug dich. Was heißt Kelly? Kelly, wo willst du denn hin? Was hast du vor? Meine Güte, so ein Obertrottel. Naja, bei Frauen hattest du schon immer eine lange Leitung. Wie lange bist du schon wach? Oh, lange genug, um mitreden zu können. Oh Mann, ich glaube, sie ist in den See gefallen. Also das da, mein Freund, das da wird dir garantiert nicht jeden Tag geboten. Angela, was machst du denn nur? Lass mich los! Angela, komm schon, wach auf! Du musst
zu ihr! Zu wem? Marilyn, es ist meine Schuld. Ich habe sie dagelassen in dem eiskalten Wasser. Ich weiß, dass sie sterben wird. Angela! Ich muss sie unbedingt retten. Angela! Angela, sie ist tot. Verstehst du mich? Sie ist tot. Hast du gehört? Es ist vorbei. Rette dich selbst. Sie ist weg. Sie ist tot. Siehst du nicht, wie schlecht ich bin? Ja, begreifst du nicht? Ich wollte Marilyns Verlobten. Ich wollte sie aus dem Weg haben und dann ist das passiert. Angela, jetzt hör mir doch zu, Schatz. Sie ist tot, aber nicht du hast sie getötet. Du hast sie nicht umgebracht. Sie ist ertrunken. Es war ein Unfall. Du bist keine Mörderin. Das ist Unsinn. Hast du mich verstanden? Angela, hörst du mich? Wach auf. Komm wieder zu dir. Ich werde nicht zulassen, dass du dich so verrückt machst. Hast du gehört? Hörst du mich jetzt? Ich bin ja bei dir. Ich bin bei dir. Ihr starrt, als ob ihr hypnotisiert wärt. Was gibt's denn zu sehen? Also, ich sag dir, Baby, es ist geradezu was Mystisches an einer schönen Frau, die im Mondlicht badet, so wie der Herrgott sie erschaffen hat. Komm rein, Klus. Ist für mich auch so eine Art Premiere heute. Komm rein, los! Nein, danke, Kelly. Ich bin etwas wasserscheu. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Wenn du nicht gehst, dann springe ich. Ja. Ach ja? Wegen. Versuch es, das wäre garantiert dein letzter Sprung, mein Freund. Meine Güte, sie ist wirklich verdammt hübsch. Kelly? Ja, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist da los. Wo ist sie, um Gottes Willen? Oh, Kelly! Kelly! Kelly, verdammt! Ich fresse einen Besen, wenn Kelly am Ertrinken ist. Sie ist ein cleveres Kind, hm? Cruz könnte eine Frau in Nöten nie im Stich lassen. Wo ist mein Fotoapparat? Jodie, Jodie, ich sag dir was. Wenn das hier deren Leben ist, sind sie zu beneiden. Um Gottes Willen, Kelly, wo bist du? Kelly! Wunderbar. Ich dachte, du ertrinkst. Bist du jetzt enttäuscht? Es ist fürchterlich kalt hier drin. Finde ich gar nicht, nein. Es ist wunderbar. Es ist fantastisch. Das wird lustig. Warte, warte, warte. Ja, ja, na klar. Du hast scheinbar völlig den Verstand verloren. Weißt du das? Ja, ich weiß. Und ich hoffe, er findet sich nie wieder an. Guck nicht so. Komm her. Ich habe das Licht gesehen. Sehr früh, um zu arbeiten, oder? Was machst du hier? Ich habe zuerst gefragt. Ich konnte nicht schlafen. Also wollte ich schon mal an die Arbeit gehen, aber ich krieg nichts Vernünftiges zustande. Was ist deine Ausrede? So was Ähnliches. Ich konnte nicht mehr schlafen, da fuhr ich in den Club. Ich dachte, ich könnte noch ein paar Dinge erledigen. Es ist jetzt die beste Zeit für Anrufe in Europa. Man kann die tollsten Geschäfte machen, wenn man jemanden erwischt, während er Siesta hält. Du bist ja ein skrupelloser Mensch. Ja, ich hatte einen guten Lehrer. Du hast es den Kindern noch nicht gesagt. Sieht man mir das an? Sie wissen noch nicht Bescheid, richtig? Nein, sie wissen nichts. Und ich weiß noch nicht mal,
wo, wann und wie ich es Ihnen sage. Wie wär's mit gleich? Wir sagen es Ihnen auf der Stelle. Ich weiß, wie weh es dir tut, dass ich Santana heiraten will. Tja, also, ich stehe dir gern dabei zur Seite, trotz meiner Gefühle. Bist du wirklich dermaßen märtyrerhaft und selbstlos? Nein. Aber ich liebe dich. Und da dachte ich eben, wenn wir es den Kindern gemeinsam sagen, werden sie es leichter verstehen. Das würdest du für mich tun? Nicht nur für dich, auch für die Kinder. Ich meine, ganz egal, wen du heiratest oder ich vielleicht. Sie werden stets unsere Kinder sein. Wie konnte ich dich bloß fortlassen? Oh, tu das nicht, nein. Oh, wir sollten auf keinen Fall sentimental werden, also lass uns unsere Truppen sammeln, okay? Also los, Mason und Julia. Und ich übernehme Ted und Kelly. Ich bin echt überrascht. Du kamst mir nicht vor wie der Freikörperkulturtyp. Naja, irgendwas musste ich unternehmen. Du und Reese, ihr seid schwer auszustechen. Da stellst du dein Licht aber unter den Scheffel. Ich meine, als Cruz dich in Gefahr glaubte, schoss er los wie eine Rakete. Ja? Wer weiß, ob ich das überlebe. Das Wasser war wie Eis. Oh. Ah, auf diesen Fotos hier sind jedenfalls keine Eiszapfen zu erkennen, oder? Oh mein Gott, wenn mein Vater das sehe, ich würde okay, gleich auf der Hand stehen bleiben. Das ist ja nicht so. Ich will sie auch sehen. Her damit. Tja, also Kelly, du solltest aufpassen, dass diese unverhüllten Beweise nicht in die falschen Hände geraten. Ich bin am Verhungern. Kelly, können wir jetzt einkaufen fahren? Ja, gleich. Erst muss ich noch telefonieren. Ach ja? Wen willst du denn anrufen? Meinen Vater. Oh, wie süß. Also keine Frechheiten, ja? Ich will nur nicht später darüber verhört werden, wo ich die ganze Nacht war. Schon gut. Ich werde eine Nachricht hinterlassen. Ich sage, ich bin in Joe's Diner an der 101. Ah, Joe's Diner. Okay? Mhm. Völlig klar. Zum Frühstück. Hier ist der Schlüssel für den Wagen. Er kann schon warm laufen. Wird gemacht. Da ist, jemand ganz offensichtlich sehr in dich vernarrt. Kelly, nein, das ist nicht, was du denkst. Ach, wirklich? Wie würdest du es denn nennen, hm? Wir sind Kumpels, weißt du, sie ist meine Ex-Schwägerin. So einfach ist das. Wie kann einer so blind sein? Bis dann. Nun? Hey, können wir? Ich bin der geborene Könner. Glaube ich aufs Wort. Also, ihr wisst Bescheid, ja? Joe's Diner! Alles genau. Klar, raus mit euch! Nicht im Wagen, also bis dann! Joe's Diner! Haut endlich keine Dummheiten! Wirklich toll, dich wiederzusehen. Das finde ich auch. Habe ich einen Fleck auf der Nase oder was? Du bist die einzige Frau, die ich kenne, die es schafft, nach einer wild durchfeierten Nacht und gerade mal 2 Stunden Schlaf wieder so toll auszusehen. Ich habe Augenringe. Auf den Hühneraugen vielleicht. Hey, was ist los? Gar nichts. Nicht doch. Mach dir gar nicht erst die Mühe. Ich meine, ich kenne dich. Ich sehe dir an, dass irgendwas nicht stimmt. Was ist los? Ich möchte wieder hierher. Verdammt! Oh, veraltete Leitungen. Eher sind's wohl die Leitungen bei Dreyfus. Er ist sicher ein verkappter Roboter. Ja, Terminator 4. Oder war's 5? Na also, sieh an. Er hat den Ernst der Lage offenbar begriffen. Du warst heldenhaft, mein Schatz. Und das war erst der Anfang. Ich will nicht mehr und nicht weniger als eine vernünftige Erklärung für die Schikanen in diesem Haus, für diesen lästigen Dauerspuk. Das ist Ihre vernünftige Erklärung, Sir. Ich glaube, dies ist der Grund für die Geräusche und die diversen unbegreiflichen Zwischenfälle, die so überaus störend für Sie und für Madame waren.
Dieses verwickelte Kabel? Dreyfus. Oh, Dreyfus. Du bist so erstaunt. Na, das ist das Letzte, was ich erwartet hätte. Was ist daran so eigenartig? Es gibt eigentlich nichts, was uns in Florida halten würde. Sawyer ist hier und... Und ich würde Freudensprünge machen. Wirklich? Natürlich, das wäre einfach klasse. Ich habe in Florida Untersuchungen für den Bezirksstaatsanwalt geführt. Fälle häuslicher Gewalt, Kindesmisshandlung und so etwas. Vielleicht fände sich auch hier für mich die etwas Bezirksstaatsanwältin ähnliches. Ist eine meiner besten Freundinnen. Das dürfte nicht schwer sein. Oh, als ob die Sache so einfach wäre. Ist sie das nicht? Aber mit Sicherheit nicht. Ich sollte nicht mal nachdenken über irgendeinen Job. Ich sollte mich bemühen, so viel Zeit wie nur irgend möglich mit meinem Mann zu verbringen. Was denn? Du und Reese, ihr habt Cruz, Probleme? Cruz, ich bin jetzt mit diesem Mann ein halbes Leben lang verheiratet und das Problem, wie du es nennst, ist Stillstand. Wir brauchen Veränderung. Meinst du, er wäre bereit, hierher zu ziehen? Wenn man ihm die Sache schmackhaft machen und ihm hier einen Job bieten würde. Mit anderen Worten, sieh zu, was du tun kannst. Grässlich, wenn man durchschaubar ist. Jody, das ist überhaupt keine Frage. Du weißt gar nicht, wie du uns damit hilfst. Ich tue das auch für mich. Ich brauche euch. Hier in meiner Nähe. Euch beide. Und wie? Ich glaube, ich sollte mich bei dir entschuldigen. Du musst nur Geduld haben. Ich wollte dir nicht wehtun. Dich entschuldigen? Ich wüsste nicht, wofür. Ich wollte dir die Sache mit Cassie nicht glauben. Es war irgendwie... Hättest du das von mir gedacht? Nein, hätte ich nicht und tue ich auch nicht. Ich wollte es tun. Vorhin, weißt du. Das glaube ich nicht. Umbringen wollte ich mich eigentlich nicht. Das war es nicht. Nein, ich... Ich wollte nur irgendwie aus meiner Haut raus. Ich wollte irgendwo anders sein. Irgendjemand anders sein. Für immer befreit von meiner Vergangenheit. Ich dachte, vielleicht hört dann dieser Schmerz auf. Du hast dir nicht das Geringste vorzuwerfen. Wann hörst du endlich damit auf, dich mit diesem Unsinn zu quälen? Du musst dich endlich frei machen von diesen Gedanken. Wie soll ich mich davon befreien? Wie denn, wann immer ich dich anschaue, sehe ich mein Spiegelbild in deinen Augen und da sehe ich dieselbe herzlose Mörderin, die du auch siehst. Nein, was ich sehe, wenn ich dich anschaue, ist eine wunderschöne, sehr empfindsame und verletzliche Frau, die eine unerhört schwere Last mit sich herumträgt, die sie endlich abwerfen muss. Warum? Warum versuchst du nett zu mir zu sein? Wieso kannst du nicht einfach verschwinden und das alles vergessen? Angela. Angela! Schlauch. Was gibt's denn? Sollst du erfahren, wenn du hier bist. Du machst das aber sehr spannend. Okay, wir kommen so schnell wir können, ja? Okay? Bis dann. Wer weiß, könnte auch was anderes sein. Wir werden es gleich erfahren. Was ist los? Irgendwelche Gefechte an der Heimatfront? Keine Ahnung. Der tat sehr geheimnisvoll. Ich vermute, er hat gerade den Rest von Santa Barbara aufgekauft und will euch sagen, um wie viel sich euer Erbe vergrößert. Oh, wie witzig. Sissy Capwell. Man nannte ihn im gleichen Atemzug mit dem Papst und Lyndon B. Johnson, als wir Kinder waren. Überdimensional. Ist er inzwischen geschrumpft? Geschrumpft? Na, was ob ihr es glaubt oder nicht, aus der Nähe betrachtet, ist er ein ziemlich normaler Mensch.
Also, apropos Temper. Breeze, wie kommst du mit den Jungs von der Polizei da klar, hm? Keinerlei Beschwerden. Das ist Niama. Seit Boswell befördert wurde, fehlt mir irgendwie ein Partner. Geht's nicht noch direkter? Und falls es irgendjemand interessiert, der Besitzer dieser Hütte hier ist bereit, sie zu vermieten, wie er mir gesagt hat. Schatz, bilde ich mir das nur ein oder wird hier ein Komplott geschmiedet? Ja, und ich bin die Schuldige. Oh, Reese, was sagst du dazu? Ziehen wir wieder nach Santa Barbara und stellen die Stadt auf den Kopf? Wär's so schlimm, wenn du es zweimal erzählst? Ich sage nichts, bevor deine Schwester hier ist. Und während wir warten, erzähl doch mal, was ist eigentlich in eurem Haus los? Ich höre, ihr habt eine Menge Probleme. Warum zieht ihr nicht aus? Wir sehen es als Herausforderung. Wir wollen uns nicht von unserem eigenen Besitz vertreiben lassen. Das ist bewundernswert, würde ich sagen. Und da ist noch ein weiterer Grund. Welcher denn? Wohin sollen wir? Das Strandhaus ist überflutet. Im Käpfelhaus ist jederzeit Platz für euch. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Dann kauf ein anderes Haus. Wir wollen aber dieses Haus. Wir haben da geheiratet. Wir wollen da leben und uns auch begraben lassen, wenn die Zeit dran ist. Wobei wir hoffen, dass diese Zeit nicht allzu nahe ist. Was ist denn mit dem Haus? Spukt's da oder was? Nein, nichts in der Art. Da sind nur ein Haufen Diener, die sich benehmen, als wären wir zu Gast. Und veraltete Leitungen. Sie benehmen sich wie veraltete Leitungen? Dad, hör zu, ich muss ins Büro zurück. Wie wär's, wenn ihr zwei uns jetzt sagt, dass ihr wieder zusammenkommt, damit wir gehen können? Tja, das wäre schön, was? Aber ich fürchte, dein Instinkt ist dann nicht der allerbeste. Mason, ich glaube, du kannst dein Haus darauf verwetten, dass es hierbei nicht um meine Mutter geht. Meine Augen brennen. Und Mr. C wird sich schon langsam fragen, wo wir bleiben. Warte. Was ist? Ich habe irgendwie Angst, da reinzugehen. Wer weiß, was wir zu hören kriegen. Ich wäre jetzt lieber oben in der Hütte mit Reese und Jody und würde diesen wunderbaren Tag genießen. Du magst sie, hä? Das sagst du nicht bloß nur meinetwegen. Ich finde sie echt toll. Weißt du auch, wieso? Mit ihnen bist du so fröhlich. Meinst du, sie werden herziehen? Könnte gut sein, ja. Ja? Und weißt du, es war mir nicht so bewusst, es stand nie zur Debatte, aber wenn sie zurückkämen, das wäre, als ob fehlende Stücke von mir selbst wieder auftauchen. Dann hoffe ich, es klappt. Ich will dich unversehrt. Wir sollten lieber reingehen. Wie ich dein Dad kenne, werde ich es sein, dem er die Schultern der Verspätung gibt und dem er den Kopf abreißt. Du hast recht. Bringen wir es hinter uns. Hi. Na, endlich. Wieso trägst du die Sonnenbrille? Ist was mit deinen Augen? Ich weiß nicht, ist was mit meinen Augen? Ja, sie sind rot und geschwollen. Was hast du gemacht? Es war wohl das Wasser im See, schätze ich. Was für ein See? Der bei Joe Steiner. Was ist eigentlich mit euch beiden? Ich werde das später klären, Dad. Ich habe noch einen langen Tag vor. Sehr gute Idee. Was gibt's? Ich vermute, wir werden bald alle wieder eine glückliche Familie sein. Du hast gewissermaßen recht, Mason. Und ich unterstütze euren Vater in der Sache, die er euch erzählen will. Es geht um Santana. Ich will es gar nicht hören. Ich wusste es. Ich werde sie heiraten. Na klasse. Santana wird meine Stiefmutter. Ich gebe diesem Bund meinen Segen und ich hoffe, dass ihr das auch tut. Nein, das nehme ich dir nicht ab. Das kannst du nicht ernst meinen, Mom. Das glaube ich nicht. Wir sind beide im Moment ziemlich mitgenommen. Ich schlage vor, dass wir uns hinlegen und erst mal ein paar Stunden schlafen. Du brauchst nicht zu bleiben. Ich will es aber, hörst du? Warum denn? Weil ich dir leid tue oder wie? Weil ich dich gern habe. Willst du das nicht endlich mal begreifen? Ich verzichte auf dein Mitleid, Warren. Das ist das Letzte, worauf ich Wert lege. Also bitte, hol deine Sachen und dann verschwinde. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du wirst es nicht schaffen, mich loszuwerden, Angela. Wir sollten uns erst mal etwas hinlegen, ja? Bitte, versuch dich zu entspannen. Nein, ich kann nicht, ich kann nicht. Lass das wohl. Was ist denn? Ich will doch bloß,
die Arme um dich legen und dich festhalten. Ich will nicht, dass mich jemand anfasst, okay? Also bitte, lass mich in Ruhe. Wir sollten es tun, Rhys. Wieso denn nicht? Also zunächst mal haben wir ein komplett eingerichtetes Haus in Florida. Wir beauftragen einfach eine Spedition, die alles für uns erledigt. Wir müssen doch nicht wieder nach Florida zurück. Ich wusste nicht, dass du da so unglücklich bist. Nein, bin ich nicht. Es war ein schönes Leben, aber es wird Zeit, was zu verändern. Ich meine, spürst du das nicht auch, Schatz? Wie gut uns beiden das tun würde und Sawyer ist hier. Und irgendwann, hoffe ich doch, kommt auch BJ mit dazu. Mhm. Und Cruz. Er ist fast sowas wie Familie. Naja, es wäre eine Schande, dem alten Knaben so eine Bitte abzuschlagen. Oder er braucht mich. Und wir können dieses Haus hier haben. Es ist wie ein Wink des Schicksals. Bitte, Schatz. Es wäre gut für uns. Wann habe ich zu dir schon mal Nein sagen können? Soll das bedeuten, dass du Ja sagst? Das bedeutet, ich denk drüber nach. Das genügt mir. Unglaublich. Nach diesen 20 Jahren bin ich noch genauso verrückt nach dir wie am allerersten Tag. Wer weiß es. Hey, was? Eins würde ich gern wissen. War Cruz bei dir der Erste oder nicht? Wieso fragst du nicht ihn? Na, das habe ich ja vor, ja. Hat man dir schon gesagt, dass du zu viel fragst? Das sagt mir einfach jeder! Euer Vater und ich haben das geklärt. Was meinst du denn damit? Dass er deine Erlaubnis haben wollte? Wie kann man so etwas nur fertigbringen? Ich muss zwei Dinge miteinander verbinden. Santana und meine Verpflichtungen gegenüber der Familie. Und ich will gern zugeben, das ist eine reichlich schwierige Gratwanderung. Aber Santana bekommt ein Kind von mir. Das ist nun mal eine Tatsache. Also muss ich das Entsprechende tun. Für sie und das Baby. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar, wie ich und eure Mutter die Sache sehen. Aber das würde natürlich bedeuten, ihr müsstet die Tatsache akzeptieren, dass Santana meine Frau wird. Und das Baby für euch Bruder oder Schwester ist. Meinst du nicht, dass du da vielleicht etwas zu viel verlangst? Wenn eure Mutter es kann, wird man ja wohl erwarten dürfen, dass ihr es auch könnt. Das hat wie eine Bombe bei euch eingeschlagen, ich weiß, und ihr werdet Zeit brauchen, um es zu verarbeiten. Und wie immer ihr euch entscheiden werdet, eins sollt ihr wissen. Ich liebe euch, jeden von euch, von ganzem Herzen. Und was immer auch geschieht, das ist unabänderlich. Worum es bei dieser Führung geht, er ist beeindruckt, wie du die Bakersfield-Sache gelöst hast. Und jetzt will er hier in Santa Barbara investieren. Hast du eine Vorstellung, um wie viel Geld es geht? Was bitte ist wichtiger? Ich weiß, du hast recht, schon gut. Tut mir leid, ich wollte... Ich weiß nicht, was ich dachte. Schon gut. Also dann. Viel Vergnügen, Justin. Danke. Schönen Tag. Hallo, Ted. Hallo. Kommen Sie. Hey, willst du dich nicht umziehen? Ich denke, wir wollen Tennis spielen. Und, bist du bereit? Ich werde es dir nicht leicht machen. Nicht leicht machen? Ha, ja, natürlich. Wir werden ja sehen, wer von uns beiden der Bessere ist.
Oh, er macht mich krank. Also das ist das Weib, um das er sich kümmert, statt um sie und ihr Baby. Genau das ist sie. Gina, es war richtig von Ihnen, sich an unseren Verein zu wenden. Keine Sorge, wir stehen hinter Ihnen und zwar hundertprozentig. Hier, das ist Ihre Karte. Damit sind Sie ein vollwertiges Mitglied vom Verein Schwangerer Frauen gegen männliche Schweine. Danke. Ich danke Ihnen vielmals. Heute ist der Tag. Das größte männliche Schwein von Santa Barbara wird endlich bezahlt. Ich verurteile Sie hiermit zu 45 Tagen Zwangsarbeit. Darüber hinaus verurteile ich Sie dazu, sich in Form eines Gedichtes gebührend bei der jungen Dame zu entschuldigen, die Sie so erschreckt haben. Euer Ehren, bevor wir uns vertagen, habe ich noch etwas vorzubringen. Ich rufe Ted Capwell in den Zeugenstand. Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Kommen wir am besten gleich zur Sache, Mr. Capwell. Was genau empfinden Sie für Lily Blake? Sie ist eine Freundin. Oh, ich bitte Sie. Stimmt es nicht, dass Ihr Herz in Flammen geriet, als Sie sich am Strand geküsst haben? In Flammen? Nein. Nein. Mein Herz war vielleicht erwärmt, aber doch nicht in Flammen. Ihnen wurde ganz heiß. Sie waren einfach überwältigt. Ihnen wurde so heiß, dass Sie nicht von ihr lassen konnten. Ist es nicht so? Sagen Sie es, Ted, sagen Sie es! Ja, gut. Ich liebe Lily. Und warum verbergen Sie das vor allen anderen? Weil ich... Sie ist nicht gut genug für ihn, deswegen. Nicht gut genug für ihn? Sie hat keine Klasse. Das Mädchen hat eine wirklich unmögliche Herkunft. Ist das wahr, Ted? Ja, wenn sie gebildeter wäre, dann wäre es vielleicht einfacher. Euer Ehren, ich fordere den Zeugen wegen grober Fahrlässigkeit zu verurteilen, weil er seine Liebe zu Lily Blake nicht gebührend zeigt. Das wär's. So soll es geschehen. Was soll das? Nicht warten Sie. Sehen Sie nicht, dass es nicht Ted's Schuld ist? Es ist seine Schuld. Er übt Druck auf ihn aus, seit er ein kleines Kind war. Aber Ted, ich gehe wieder zur Schule und ich mache meinen Abschluss. Ich werde eine Frau werden, die du respektieren kannst und auf die du stolz bist. Ich werde eine Frau, die du lieben kannst, ohne dich verstecken zu müssen. In diesem Fall gebe ich dem Angeklagten ausnahmsweise noch eine Chance. Aber wenn sich Miss Blake verändert und der Angeklagte die Veränderung ignoriert... Nein, seien Sie ganz beruhigt, das werde ich nicht tun. Na los, komm her. Ted! Oh, Lily! Ted! Ich werde mich in eine Frau verwandeln, die du lieben kannst. Das werde ich. Ich werde mich ändern. Ich werde alles richtig machen. Was hast du hier zu suchen? Das ist zufällig mein Zimmer. Du machst wohl Scherze. Ich wünschte, das wäre so. Wenn das hier dein Zimmer ist, wo warst du dann die letzten 4 Tage? Als ich erfuhr, dass du bei mir einziehst, bin ich erstmal zur Studentenverbindung gegangen. Ist ja eigenartig. Ich hätte schwören können, dass die so jemanden wie dich gleich in ihr Verbindungshaus einziehen lassen. Das tun sie nächstes Jahr. Was soll's, ich habe ja ein schönes Zimmer. Und ich war zuerst hier. Tja, doch jetzt bin ich hier. Und da wir beide uns garantiert nicht vertragen... Da hast du recht. Dann pack doch einfach deinen Kram und zieh woanders hin. Ja, das kann ich leider nicht machen. Ich möchte dich warnen, Lily. Wenn ich mir etwas vornehme, kriege ich es auch. Du und Ted Capwell? Mach dir doch nichts vor. Der ist eine Nummer zu groß für dich.
verzeih mir, falls ich etwas erstaunt wirke, aber ich war der Meinung, dass du mich nicht sehen willst. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Weißt du, das ist lächerlich. Es tut mir leid, ich wollte dich damit nicht verlegen machen. Du hast mir einfach gefehlt, das ist alles. Ich hatte Angst, du wärst mir vielleicht böse. Nein, das bin ich nicht. Ich bin dir nicht böse. Es hat zwischen uns eine Menge Spannung gegeben und ich dachte... Ja, aber das ist das Letzte, was ich will. Du weißt doch, dass mir deine Freundschaft viel bedeutet. Tut es dir leid, dass es schließlich so mit uns gelaufen ist? Ich glaube, du hattest ganz recht, das zu beenden. Ich habe dir wirklich sehr wehgetan. Und ich fühle mich deswegen immer noch schuldig. Naja, mir geht's gut. Wirklich. Das hoffe ich, weil du... Du bedeutest mir viel und ich fände es schrecklich, wenn du meinetwegen die Stadt verlassen hättest und... Tja. Und hast du wieder einige neue Skizzen gemalt? Ja, aber die darf noch keiner sehen. Ja, natürlich, ich erinnere mich. Daran warst du immer sehr eigen. Ja, so bin ich, fürchterlich eigen, du weißt ja. Tja, ich muss jetzt langsam ins Gericht, aber es war schön, dich zu sehen. Das finde ich auch. Wir sehen uns ja und... Naja, lass wieder von dir hören. Ja, natürlich. Also, bis dann. Ja, bis dann. Mach's gut. Wieso nicht? Ich gehe zu einer Gerichtsverhandlung. Sehen Sie, meine Tochter sagt dort gegen ein anderes Schwein aus und ich will dabei sein und ihr helfen. Oh, ist sie auch? Nein, das fehlte gerade noch. Es ist nichts Derartiges. Sobald die Anhörung vorbei ist... Wir nageln Sie sich Köpfe fest. Keine Angst, bis dahin ist... Großartig, das finde ich klasse. Sie spielen meistens eine Stunde oder auch anderthalb. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, mich zu erreichen, falls Sie eher aufhören sollten. Die Frauen aus unserem Verein sind für alle Fälle immer vorbereitet. Manchmal brauchen wir die, wenn eine von uns im Gefängnis landet. Sehr schön. Also ich bin sicher wieder da, bis die aufhören. Aber falls nicht, dann rufen Sie mich einfach an und ich eile wie der Blitz hier. Ich hole die anderen Frauen und dann treffen wir uns später hier. Oh, Sisi. Rache ist süß, aber diese ganz besonders. Ja, wir haben verschiedene Variationen davon. Sehen Sie mal das da hinten. Also, ich weiß nicht. Ich finde diese... Wie gesagt, Sie hätten die Gegend mal sehen sollen, bevor es solche Geschäfte gab. Unter anderem diese Galerie hat das Viertel vollkommen verändert. Wir konnten zahlreiche leere Gebäude übernehmen, die schon sehr bald alle vermietet sein werden. Das wird ein schickes Viertel. Gefällt Ihnen etwas davon? Oh ja, allerdings. Ja, das ist... Ach, natürlich. Das ist... Sie hat einige der Bilder gemalt. Wenn Sie wirklich etwas von der Kunst dieser Stadt sehen wollen, dann sehen Sie sich die Fotografien an. Einer der besten Fotografen, die es hier in der Stadt gibt, stellt gerade aus. Wollen Sie sich umsehen? Ich müsste mal kurz telefonieren, etwas Geschäftliches erledigen. Ich sehe mich weiter. Ich brauche Ihr Telefon. Hallo, ich wollte fragen, ob die Anhörung Lily Blake gegen Rafe Castillo noch andauert. Tatsächlich. Nein, das wollte ich nur wissen. Ich danke vielmals. Was ist nun schon wieder? Sie sind unglaublich. Erst machen Sie so ein riesengroßes Theater darum, dass Sie und Lilly nur Freunde sind. Und dann platzen Sie hier rein und rufen beim Gericht an, weil Sie so besorgt sind. Und das vor mir. Ich... Also bei Katharina sollten Sie vorsichtiger sein. Ich werde das nicht wieder mit Ihnen diskutieren. Ich muss mich doch vor Ihnen nicht rechtfertigen, oder sehe ich das falsch? Ah, nur vor Ihrem Gewissen, so wie es aussieht. Ted! Wurde das in Santa Barbara aufgenommen?
die Unterhaltung ist zu Ende. Welches meinen Sie denn? Darauf würde ich nicht wetten. Das Restaurant auf der Pier mit den Pelikanen. Es tut mir leid, dass wir das Spiel abbrechen mussten. Naja, wir hören lieber auf, bevor sich dein Tennisarm noch verschiebt. Obwohl ich natürlich gerade dabei war, dich zu besiegen, Sissi. Du hast es fast geschafft. Lass uns erst mal frühstücken und dann nach Hause gehen. Stimmt, das ist natürlich in jedem Fall gesünder. Sie werden gleich wieder gehen. Das heißt, wir müssen Gina auf dem schnellsten Weg hier beordern. Hier ist VSF GMS 1 an VSF GMS 2. Bitte kommen Sie, Gina. Mom! Bin ich zu spät? Nein, noch nicht. Oh, gut. Was soll das Walkie-Talkie? Oh, ey, das ist eine lange Geschichte, das erzähle ich dir später. Gut, sehe ich ordentlich aus? Du siehst toll aus, Liebling. Schön, was du da anhast. Du siehst immer gut aus. Danke. Auch dafür, dass du mir beistehst. Natürlich. Noch kannst du es dir überlegen. Nein, Mom, versuch nicht, mich umzustimmen. Aber nein. Was immer du entscheidest, ich helfe dir. Du bist meine Tochter. Ich bin immer für dich da. Ist Ted schon da? Ist der drin? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Die Anhörung von Rafael Castillo beginnt jetzt. Ja, wir kommen. Keine Sorge, es wird schon schief gehen. Also gut. Meinen Bruder und meinen Vater kennenzulernen war mein größter Wunsch. Ich wollte nicht, dass ich meine Familie meinetwegen schämen muss. Das tun wir nicht. Wir beide glauben und wir vertrauen dir. Tja, ich muss dir was gestehen. Ich habe hier selbst mal vor Gericht gestanden. Du? Für ein Verbrechen, das ich nicht beging. Es war keine sehr erfreuliche Erfahrung, aber die Wahrheit kommt doch meistens ans Licht. Also keine Angst. Lily? Gina? Guten Morgen. Noch können Sie Ihre Meinung ändern. Nein, Julia, ich will diese Anhörung. Ich bestehe darauf. Ich weiß, was er mir angetan hat und der Richter soll es erfahren. Bitte erheben Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Also, wir sind hier, um zu entscheiden, ob es gegen Rafael Gabriel Castillo wegen Entführung von Miss Blake zum Prozess kommt. Ist die Staatsanwaltschaft bereit? Ja, Euer Ehren. Wer vertritt Mr. Castillo? Oh, ich vertrete mich selbst, Euer Ehren. Mr. Castillo, es heißt, dass wer sich selbst vor Gericht vertritt, einen Narren zum Klienten hat. Ich sehe dort Inspektor Cruz Castillo. Sind Sie verwandt? Ja, richtig. Rafael ist mein Bruder, Euer Ehren. Haben Sie ihm klargemacht, wie unklug seine Entscheidung ist? Ja, sein Vater und ich haben das versucht, aber vergeblich. Es ist Ihr gutes Recht, junger Mann, aber Sie gehen ein hohes Risiko damit ein. Verzeihen Sie, Euer Ehren. Da gibt es kein Risiko. Die Wahrheit ist auf meiner Seite und das ist genug. Wie Sie meinen. Miss Wainwright, Ihr erster Zeuge. Da der Beklagte auf sein Recht verzichtet, die Aussage zu verweigern, ruft der Staat Rafael Gabriel Castillo auf. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Ich schwöre. Ladies, wir können wirklich nicht länger warten. Jetzt wird gehandelt. Also, Schilder rauf und los. Hey, hey, was denkt dieser Mann, wie viele Kinder er noch machen kann? Hey, hey, was denkt dieser Mann, wie viele Kinder er noch machen kann? Was soll das denn? Wir sind vom Verein schwangerer Frauen gegen männliche Schweine. Wenn Sie dachten, Sie könnten einfach Ihr Kind im Stich lassen, nur weil Sie CC Capwell sind, dann irren Sie sich leider ganz gewaltig. Weiter, Ladies. Hey, ho, seht, was er tut. Er wirkt sich vor seiner eigenen Brut. Hey, ho, seht,
was er tut. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, lasse ich Sie rauswerfen. Wir werden keinen Zentimeter weichen, solange Sie nicht... Verantwortung für meine Spermien übernehme. Gina! Ist das Weibstück? Gina! Hey, ho, seht, was er tut. Er rückt sich vor seine eigene... Verzeihung. Darf ich Sie was fragen? Wann ist es denn bei Ihnen soweit? In 3 Wochen. Wirklich 3 Wochen? Sie sehen einfach wundervoll aus, wissen Sie das? Ich kann es kaum erwarten, bis es bei mir auch endlich soweit ist. Sagen Sie bloß nicht, dass dieses Monster Sie auch geschwängert hat. Ja, ich bekomme auch ein Kind von Mr. Campbell. Er hat Sie so kurz nach der armen Gina geschwängert? Wissen Sie, ich habe das Gefühl, Sie kennen nicht die ganze Geschichte über die gute Gina. Sie gingen also zurück zum Strand, um Ihr Notizbuch zu holen, obwohl Sie mehrere Stichwunden hatten? Ich wollte es dort nicht zurücklassen. Was steht in dem Notizbuch? Meine Gedanken, meine Gefühle und meine Träume. Bitte erzählen Sie, was passierte, als Sie zum Strand zurückgekommen sind. Bevor ich die Stelle erreichte, an der mein Notizbuch lag, hörte ich einen Schuss. Ich sagte Tanja, sie solle vorsichtshalber weglaufen. Dann lief ich in die Richtung, aus der der Schuss gekommen war. Ich trat plötzlich auf etwas und hob es auf. Eine Waffe. Und dann bin ich den Strand weiter entlang gelaufen und fand ihn. Mr. Vargas? Ja. Er war tot. Irgendwann sah ich auf und sah Lilly. Direkt vor mir und ich wusste gleich, was sie dachte. Sie dachte, dass Sie Mr. Vargas erschossen hätten. Ja. Dann wollte ich Tanja suchen. Ich brauchte Lilly und ihr Auto. Ich musste doch irgendwie die Wahrheit herausfinden. Benutzen Sie immer eine Waffe, wenn Sie von jemandem Hilfe brauchen? Ich wollte ihr doch gar nicht drohen. Ich würde nie jemandem drohen. Gewalt ist keine Lösung. Aber Sie haben sie bedroht. Sie haben sie dazu gezwungen, sie im Auto mitzunehmen. Und zwar gegen Ihren Willen. Und das ist Entführung. Sie haben gegen das Gesetz verstoßen und müssen dafür bestraft werden. Euer Ehren, darf ich sprechen? Sie dürfen sprechen oder einen Zeugen zu Ihrer Verteidigung aufrufen. Nein, es wird keine Zeugen zu meiner Verteidigung geben. Denn ich bin unschuldig. Auch wenn ein schuldiger Mann das auch sagen würde. Ich könnte Ihnen etwas über mich erzählen, um Sie von meiner Unschuld zu überzeugen. Aber keiner von Ihnen, nicht einer von Ihnen, weiß etwas über mich oder meine Vergangenheit. Wenn Panik oder Dummheit Verbrechen sind, dann ändere ich meine Aussage, dann bin ich schuldig. Was ich Lilly antat, war falsch und es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Papa, wenn ich dich in irgendeiner Weise beschämt habe, dann tut es mir leid. Mein Bruder, es tut mir leid, wenn diese Dummheit verhindern sollte, dass ich dich besser kennenlernen kann. Lilly Blake sollte nicht hier sein. Und sie wäre nicht hier, wenn ich sie nicht so verängstigt hätte. Und nichts, was ich sage, wird ändern, was nun mal vorgefallen ist. Möglicherweise bin ich schuldig, möglicherweise sollte ich ins Gefängnis gehen. Hey, ich war gar nicht so verängstigt. Möchten Sie dem Gericht etwas sagen, Miss Blake? Ja, allerdings, Euer Ehren. Gibt es Einwände von Seiten der Parteien? Nein, Euer Ehren. Ich habe keine Einwände, Sir. Miss Blake? Also, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich schon Schlimmeres durchgemacht habe als das mit Rafe. Ich hatte ziemliche Angst. Das können Sie sich ja vorstellen. Und das will ich nicht abstreiten, bloß... Ich denke, dass ich im Grunde wusste, dass er nichts Schlimmes tut. Es werden seine Augen gewesen sein, nehme ich an. Unglaublich. Selbst in der bedrohlichen Situation in meinem Wagen wirkten sie nicht gefährlich. Ich bin sehr wütend auf ihn. Er hatte kein Recht, mich so zu bedrohen. Er hatte kein Recht, Hilfe von mir zu erzwingen.
Aber deswegen ist er kein Krimineller. Und er soll nicht meinetwegen eine Gefängnisstrafe verbüßen müssen. Angesichts von Miss Blakes Aussage fordert die Staatsanwaltschaft, die Klage gegen Mr. Castillo abzuweisen. Ist abgewiesen. Das Gericht zieht sich zurück. Das hast du gut gemacht. Danke, Papa. Gott sei Dank. Oh, Bruder. Gewöhne es dir bitte nicht an, in Schwierigkeiten zu geraten. Oh nein, ich habe nicht die Absicht, mir irgendetwas anzugewöhnen. Lilly. Mom, bitte entschuldige. Was denn? Ich fühle mich so idiotisch. Das solltest du nicht. Ich finde, du hast richtig gehandelt. Es lief doch richtig gut. Ja, überraschend gut sogar. Vielen Dank, dass du für mich da warst, Mann. Ist doch klar. Wenn du mich je brauchst, zögere nicht anzurufen. Ich werde dir immer helfen. Danke. Gibt es hier irgendwo noch einen anderen Gerichtssaal? Vielleicht oh, ist nein. Ted... Oh nein, ich muss zurück in die Oase sofort. Mann. Wir sehen uns. Ich muss gehen. Ach, Lilly, ich möchte Ihnen sagen, wie dankbar ich bin und wie dankbar meine Söhne sind. Sie werden das sicher nie bereuen. Danken Sie mir lieber nicht. Ich wünschte, es wäre erst gar nicht so weit gekommen. Du kannst ja nicht die Augen von ihr lassen. Was siehst du in ihr? Sie ist das wundervollste Mädchen auf der Welt. Nicht wahr sein. Mr. Capwell, wir entschuldigen uns natürlich bei Ihnen. Das Ganze war ein furchtbares Missverständnis. Ich hoffe, Sie werden das unserem Verein nicht allzu übel nehmen. Wenn Sie uns bitte verzeihen würden, bitte genießen Sie und Ihre reizende Begleiterin in Ruhe Ihr Frühstück und wir werden sofort gehen. Los, Mädels, wir verduften. Hey, wo wollen Sie denn hin? Jagd auf wirkliche Schweine machen, Gina. Wie konnte es mir nur passieren, dass ich auf Ihre verlogene Geschichte hereingefallen bin? Ladies? Moment, was hat das zu bedeuten? Das Schwein steht da mit seiner Geliebten und das hier ist das Baby, das er verlassen hat. Weißt du, ich habe der Frau nur die Wahrheit erzählt, wie die gute Gina dein Sperma aus der Samenbank gestohlen hat und schwanger wurde. Ich kann dir sagen, Marge war ziemlich entsetzt. Das hast du toll gemacht. Ja. Sissy Käpfel ist gemein. Sissy Käpfel ist ein Schwein. Nicht zu fassen, wie gemein, lässt einfach seinen Sohn allein. Sissy Käpfel ist gemein. Sissy Käpfel ist ein Schwein. Nicht Hör zu fassen, auf, wie Gina, gemein. Lass einfach es. Gib es doch auf. Ich bitte dich. Ich denke gar nicht daran, Sissy. Warte nur auf die Abendnacht. Das ist doch nur eine arme, verrückte Frau. Sie verfolgt einen unschuldigen Mann. Gina, verstehen Sie nicht. Sie tun weder sich noch Channing damit einen Gefallen. Was geht Sie denn das an? Gina, bitte verlassen Sie das Hotel. Das können Sie vergessen. Ich werde nirgendwo hingehen. Erst will ich Gerechtigkeit für meinen Sohn. Oh, sie weiß gar nicht, was das Wort bedeutet. Komm, Sissy, es lohnt nicht, mit dir zu streiten. Gehen wir. Santa Barbara's Mr. Gemein! Sissy Capwell ist ein chauvinistisches Schwein. Gina. Ich gehe nicht, ich weiche nicht davon. Ich will Gerechtigkeit für meinen Sohn. Ich gehe nicht, ich weiche nicht davon. Ich will Gerechtigkeit für meinen... Was passiert denn nun? Lilly! Ted! Lilly, es tut mir leid. Verzeih mir bitte. Oh mein Gott. Mein Auto ist über den Abhang gerollt. Ich habe mich dreimal überschlagen, den Berg runter und ins Meer hinein. Ich bin an Land geschwommen und hergerannt. Oh, es tut nein. mir leid. Ich war nicht bei dir. Ich hätte hier sein müssen. Nein, ich hätte hier sein müssen. Das verstehe ich doch. Nein, nein, das ist unverzeihlich. Ich hätte rausspringen müssen, mir ein Taxi nehmen. Warum bin ich auch gelaufen? Hör zu, das ist doch unwichtig. Das Einzige, was zählt, ist, dass du hier bist und dass die nicht. Nein, ich werde es mir nie verzeihen, dass ich nicht bei dir gewesen bin. Lilly. Ist ja gut. Oh mein Gott, Lilly. Oh, Lilly. Lilly. Lilly, es tut mir schrecklich leid. Ist das Ihre kleine Freundin, Ted? Ja, das ist meine Freundin, Lilly Blake. Lilly, das ist ein Freund von mir, Mr. Justin Wheeler. Hey, guten Tag, Lilly. Ted hat mir heute Morgen alles gezeigt, was man in Santa Barbara so besichtigen kann. Er ist ein toller Stadtführer. Mir schrecklich leid.
Ist das Ihre kleine Freundin, Ted? Ja, das ist meine Freundin, Lily Blake. Lily, das ist ein Freund von mir, Mr. Justin Wheeler. Hey, guten Tag, Lily. Ted hat mir heute Morgen alles gezeigt, was man in Santa Barbara so besichtigen kann. Er ist ein toller Stadtführer. Lily? Lily, ich komme nur kurz vorbei, weil ich... Aha, das ist also meine Konkurrenz. Freut mich, die Sache mit deinem Bruder. Ja, danke. Wird er sich jetzt aus Schwierigkeiten raus? Ja, raushalten? Er ist ein guter Junge. Er ist nur... Er ist ebenso stur und dickköpfig wie du. Das mag wohl irgendwo stimmen, aber ich glaube, so war ich noch nicht, als ich ein Kind war. Oh, da fragst du den Falschen. Ich weiß kaum noch, wie ich als Jugendlicher gewesen Wahrscheinlich bin. Wahrscheinlich erinnert sich deine geplagte Umwelt noch sehr gut daran. Aber nun mal Scherz beiseite. Kriege ich jetzt deine Antwort wegen Rhys? Oh, Verzeihung. Wie war die Frage? Naja, ob es bei der Polizei noch eine freie Stelle für meinen Freund Rhys Walker gibt. Und da du jetzt Captain bist, kannst du mir das doch sicher sagen. Tja, weißt du, Cruz, wenn ein Mann Captain wird, dann muss er natürlich auch eine Menge Verantwortung tragen. Ich kann so eine Entscheidung nicht überstürzen, das verstehst du doch. Ich muss das alles gut abwägen oh, und ja, in natürlich. Ruhe überlegen. Weißt du und, was, ich erinnere mich da an ein paar interessante Fotografien. Und dann ein Videoband, auf dem ein gewisser Captain den Hühnchentanz vollführt. Und zwar auf einem Tisch bei einem Schulfest. Er tanzt aber nicht allein oder mit seiner Frau. Nein, mit einer hübschen, viel jüngeren Frau, mit deutschem Aussehen. Seine Frau steht übrigens daneben und man sieht ja an, dass sie nicht gerade begeistert ist. Ich wette, Warren Lockridge würde dieses hübsche Foto von dir mit der Bemerkung unser neuer Captain so sicher publizieren. Eiskalt. Was willst du für die Negative? Hm? Nur einen Job für meinen Freund. Du willst mich also dazu zwingen, dass ich als allererste Amtshandlung einen sagenumwobenen erfahrenen Polizisten einstelle. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Das sehe ich genauso, Mann. Aber trotzdem danke. Oh, ich weiß, dass wir mit Rhys einen ausgezeichneten Mann kriegen. Darf ich ihm die gute Nachricht schon mitteilen? Aber natürlich, klar. Er wird sich freuen. Hallo. Was für gute Nachricht, hallo? Rhys und Jody ziehen demnächst wieder nach Santa Barbara und Vic ergreift sofort die Chance und bietet Rhys einen Job an. Ah. Ja. Tja, ich habe was zu erledigen. Entschuldigt mich. Reservieren Sie mir bitte einen Tanzbus für? Ach, schon geschehen. Nein, ermutige ihn ja nicht. Also nun sag schon, wann lerne ich deine alten Freunde denn kennen? Oh, sie sind im Moment hier. Du triffst sie sicher bald. Gut. Hey, heute Abend vielleicht? Ich hatte Kelly nämlich zum Essen eingeladen. Sie kommt heute Abend zu uns, also kommt doch einfach auch und bring Jody und Rhys mit. Soll ich wirklich? Ja, Mason freut sich bestimmt. Um 8 im Frack? Nur nicht so förmlich. Ich weiß, wie gerne du immer Jeans trägst. Und wie sehr du mir in deinen Jeans gefällst. Oh, welche Aussichten. Und Kelly soll den Wagen mitbringen, den sie dir gekauft hat. Oder fahr du ihn, ich möchte ihn sehen. Gut, ich fahre ihn. Ich komme in dem Wagen. Dann kannst du die anderen ja vielleicht mitbringen. Also, ich nehme an, dass Kelly allein fährt, aber ich komme dann mit Rhys und Jody. Na gut, dann habe ich ja noch Zeit, die Matratze zu kaufen. Matratze? Altes Haus, altes Bett. Wir wollen ein größeres. Wie du meinst. Gut. Also, 8 Uhr. 8 Uhr, ich freue mich. Hey, in der Oase gibt es ein ziemliches Theater, das willst du bestimmt nicht verpassen. Denkst du? Allerdings. Also kam ich zu dem Entschluss, dass ich ihn doch nicht ins Gefängnis bringen will. Das war großzügig, wäre ich doch nur dabei gewesen. Naja. Du musstest ja Mr. Wheeler die Stadt zeigen und das ist natürlich wichtiger gewesen. Nein, es ist nicht wichtiger. Ich konnte es nur nicht ändern. Halb so wild. Es ist nicht so tragisch, aber falls du es trotzdem wieder gut machen willst, was ist denn da los? Keine Ahnung. Lass uns nachsehen. Zwei!
2, 4, 6, 8, Sissy Keppel gehört dingfest gemacht. 2, 4, 6, 8, Sissy Keppel gehört dingfest gemacht. 2, 4, 6, 8, Sissy Keppel gehört dingfest gemacht. 2, 4, 6, 8, Sissy Keppel gehört dingfest gemacht. Santana, was ist los? Bringt sie bloß weg, sonst wird das Baby noch so irre wie seine Mutter. Gina, wir sollten woanders hingehen und in Ruhe darüber sprechen. Nein, ich gehe nicht, solange er uns nicht seine Hilfe zusichert. Ich habe gesagt, ich helfe meinem Sohn. Du gibst Channing nicht, was er verdient. Du bestrafst ihn, weil ich seine Mutter bin. Gina, lass uns woanders hingehen. Einverstanden? Lass uns jetzt bitte woanders hin. Nein, 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 Cruz. Ich werde nicht gehen, solange ich nicht mein Recht bekomme. Oder ihr müsst mich verhaften. Mom, hast du den Verstand verloren? Nein, ich tue das nur für Channing. Ich will, dass mein Sohn sein Recht bekommt. 4, 3, 2, 1. Gina, bitte lass das. Ich möchte keine Frau verhaften müssen, die einen Säugling bei sich hat. Ich weiß genau, was mit dir los ist. Cici hat dich auch schon gekauft. Oink, 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 oink. So, das reicht. Halten Sie mal. Komm mit, ich Gina. Ich sorge für Gerechtigkeit. Komm, sei vorsichtig. 1, 2, 3, 4. Bitte, nicht schreien. Ich bin ein Freund von Lilly. Nun, das ist ein Privatzimmer. Du kannst hier nicht so einfach reinplatzen. Ich wollte dich nicht erschrecken, entschuldige. Ich wollte bestimmt nicht aufdringlich sein. Und ganz sicher wollte ich eine so wunderschöne Frau wie dich nicht in Verlegenheit bringen, glaub mir. Ich war nur überrascht, das ist alles. Ja, die sanfte Tönung deiner zarten Haut weist darauf hin. Ich werde leicht rot. Etwas Reizenderes gibt es kaum, als eine hübsche Frau, die so empfindsam ist, dass sich ihre Gefühle auf ihrem Körper abzeichnen. Wie war doch gleich dein Name? Das sagte ich noch gar nicht. Ich bin Lisa. Und es tut mir leid, dass ich eben so unfreundlich war. Jeder Freund von Lilly ist auch mein Freund. Mrs. Kepfer, das muss ich Ihnen sagen. Abigail Beckwith ist hier in diesem Bett gestorben, an ihrem Hochzeitstag. Gott, ist das ekelhaft! Hoffentlich sind das neue Laken. Verdammt! Die sind immer nur da, wenn man sie nicht braucht. Irgendjemand muss mir helfen, die Matratze loszuwerden. Wo sind die denn alle, Abigail? Du weißt das doch sicher. Ach, bleib sitzen, ich mache es selbst. Dein Tagebuch.